Willkommen zurück zu Deus Ex. Hier in den Tunneln der Mole People. Das sind die Maulwurf-Menschen, wörtlich übersetzt, die der NSF Unterschlupf bieten. Gibt es hier Alarm? Sieht nicht so aus und es scheint auch keiner gehört zu haben. Na, das habe ich mir mal spektakulärer vorgestellt. Ich hoffe, ihr auch. Ist hier noch jemand? Ein Alarmknopf. Aber kein Gegner mehr. Kampfmesser, was? Soda kann ich nicht aufnehmen. Habe ich nicht Schaden gekriegt vorhin? Doch, ziemlich viel sogar. Dann benutze ich doch einfach mal meine ganze Soda. Und jetzt fehlen mir immer noch 10, 20, 30... 50 Punkte. Und davon kriege ich immerhin 40 wieder, wenn ich die alle esse, die ganzen Schokoriegel. Es dürften noch 10 fehlen, genau im linken Arm. Damit kann ich leben. Dafür kriege ich aber eine Soda, die wiederum 2 Punkte heilt. Und damit fehlen mir nur noch 8 Punkte. So, das sieht gerade so verdächtig aus, als würde es hier hochgehen, finde ich. Na? Oh ja. Aber bringt das was? Das war so unter uns gesprochen. Sieht nicht so aus. Da oben ist auch nichts mehr. Dann schaue ich mich doch mal hier hinten um. Den Alarmknopf will ich lieber nicht drücken. Sonst werden die Leute noch aufmerksam auf mich. Aber das Präzisionsgewehr könnte jetzt nützlich werden. Habe ich gerade auf Nachladen gedrückt statt auf. Ja, hab ich. Statt auf Zielfernrohr. So. Nein. Drei Gegner. Von dreien, hoffe ich. K.O. Fall. Ein Knüppel. Den hatte ich, glaube ich, schon mal. Wenn aber dann geworfen, weil ich die Brechstange habe. War da nicht gerade noch ein dritter? Wo ist der dritte? Wo ist der dritte? Vielleicht versteckt er sich unterhalb? Nein. Da war doch gerade noch einer. Oder wo war der? Das war so fett reingezoomt. Ich kann das gerade nicht richtig zuordnen. Ups. Entschuldigung. Ich wollte die Ratte nicht überlaufen. Was macht er denn? Der macht 7 Schaden? Der macht sogar mehr Schaden als die Brechstange. Wow. Und er ist leichter. Und er ist leichter. Brechstangen sollten in keinem Kampf fehlen. Ha, guter Herrmann. Leuten mit vielen Brechstangen nennen wir Brechstangenfetischist. Eigentlich ist der besser, aber die Brechstange ist natürlich kultig, deswegen halt die Brechstange. Und ich sehe gerade, ich habe hier wieder einen Platz frei. Warum ist da ein Platz frei? Was hatte ich da vorher drin? Keine Ahnung, wird schon passen. Aber ich wundere mich gerade echt, wo der dritte Typ ist von eben. Ich hab 3 Leute abgeschossen. Das waren doch nicht nur 2, oder? Waren es nur 2? Vielleicht waren es nur 2. Ich habe hier so eine tolle PS20, diese Plasmawaffe, die nur genau einmal schießen kann. Die würde ich gerne mal benutzen bei Gelegenheit. Zum Beispiel für den da. Auf den Kopf. Wunderbar. Schön lautlos. Hat sich da hinten gerade was bewegt im Spiegel? Weiß ich nicht. Ein Multitool. Was hast du dabei? Für Pistole, sehr schön. Und nichts, was ich sonst gebrauchen könnte. So. Was ist das denn? Ah, das sind die Rohre von einem Waschbecken, das mal wohl hier war. Als der Platz noch intakt war. Der Raum verschlossen. Das ist verdächtig. Das ist sehr verdächtig. Warum ist das Männerklo verschlossen? Und dann auch noch so gut. Bestimmten Schlüssel dafür irgendwo. Den man nur finden muss. Aber hier geht's auch nicht hoch.
Vielleicht waren hier doch nur zwei Gegner. Waren ja echt nur zwei Gegner und ich habe mir das Ganze eingebildet mit dem dritten. Vielleicht war es ja der zweite, der da gelaufen kam am Ende. Ich habe halt erst den ersten abgeschossen, der andere ist weggelaufen. Und dann ist ja wieder einer ins Zielfernrohr gelaufen. Vielleicht war das der zweite und nicht ein dritter. Keep looking. Something funny about that guy. Noch jemand? Na, kommt her. Autsch, da war ich zu nah am Fass. Pistolenmunition. Wunderbar. Ich hab's doch am Anfang noch gesagt, von der Pistole kriegt man viel Munition. 30. Und wie man sieht, stimmt das. Ah, ein Treffer. Ein Dietrich. Wunderbar. Reicht leider nicht für die Tür zum Damenklo. Thermooptische Tarnung. Damit kann man sich für das menschliche Auge sowie für Lichtberechnungs- und Radarsysteme unsichtbar machen. Aber funktioniert nur kurze Zeit. Warum ist denn wieder ein Messer dabei? Und ich brauche ein bisschen Heilung. Das benutze ich doch gleich mal. So, einmal speichern. So hast du eine Idee, habe ich schon gesucht. Okay. Mit euch reden geht irgendwie nicht. Ist hier noch Gegner irgendwo? Weil dann würde ich mal die Tarnung einschalten. Ah, Heilung. Wunderbar. Ach, das Zeug hier nehme ich mal mit, um mich zu heilen, damit ich Medikits spare. Wenn ich auch mal irgendwann offscreen wahrscheinlich trinke. Basketball. Yay! Weil das Betrunkensein ist doch ein bisschen nervig und bleibt auch eine ganze Weile. Vor allem, wenn man viel trinkt. Okay, hier ist noch jemand. Wo ist der? Nicht hier. Noch ein Dietrich. Das wird ja immer besser hier. Ach, warum schleiche ich eigentlich so? Ich bin doch hier der Ballertyp. Hätte ich gerne. Das ist die gleiche Taste, die rechte Maustaste, mit der man Dinge aufsammelt und die Waffen wegsteckt. Something moved. Ich probiere das einfach mal aus. Bin ich jetzt unsichtbar? I know I heard something. Tatsache. Dumm, die dumm, die dumm. Moment. Waffenmunition verschwinden. Katze. Liegt nicht mit dem Kopf in der Wand. Das geht nicht. Also die Tarnung, die funktioniert scheinbar ziemlich gut. So können die Leute einen hören. Kommen sie nicht auf die Idee, dass da jemand sein könnte und einfach mal, keine Ahnung, mit einer Markkampfwaffe drauf zu hauen oder so. Aber gut. Die NSF habe ich jetzt soweit ausgeschaltet. Ich suche natürlich das Ambrosia. Kampfmesser. Schon wieder. Was soll ich mit den ganzen Messern, Leute? Ich habe eine Brechstange. Die macht mehr Schaden und die ist cooler. Ich habe einen Basketball. Ah, da drüben geht's noch weiter. Ist hier unten noch was? Nein. Da geht's noch weiter, ne? Ich kam ja da vorne da runter. Und hier ist noch einer. Ein Angehöriger des Gassen. Gossenvolks gehoben ist mir da. Das ist ein Tunnel. Nein, nein. Schönes Rohr, ne? Schön. Schön breit und viel Öffnung. Ist ein bisschen zurückhaltend. Aber zum Tröpfen reicht's noch. Looks like you've been overrun by NSF. They move supplies through here. There's nothing we can do about it. Anything recently? A bunch of barrels came through about an hour ago. Woke us all up. Where were they headed? They went through the bathroom like they always do. Only way to get a key is from the NSF commander. The guy lives to the south. But I bet he'd die first. Some of the terrorists actually live down here. It's a secret room. You open the door by pushing a brick. They keep hidden behind some cardboard boxes. I'll have a talk with him. You won't have to worry about the NSF for much longer. Gut zu wissen. Vielen Dank, Mann. Möchtest du eine Soda? Ne, dann nehme ich sie eben selbst.
Okay, Richtung Süden, da war ich doch gerade. Und die Kartonboxen. Die Pappboxen, das könnten die da sein. Ja, müssen die da sein. Hier sind nämlich auch keine mehr, genau. Da bleibt eigentlich nicht der Hoch. Ist der. Aber zuerst möchte ich eine Runde speichern. Sicher ist sicher. Ich habe gedrückt. Wo geht's auf? Da geht's auf. Das ist freundlich. The Mole people said the Ambrosia came through here an hour ago. I'll cooperate. Relax. The key to the men's restroom is on the table. This better not be a joke. Hey, I'm just an accountant. I know the body armor looks threatening, but I'm part-time, like a reservist. I don't want any trouble. Gut. Geh mal raus. Ich vertraue dir nicht. Ich würde dich zumindest nicht aus dem Blickfeld lassen. Die Pistole nehme ich mal lieber an mich. Den Schlüssel sowieso. Flammenwerfer. Nee, zu klobig. The key's on the corner of the table. Brauche ich nicht. Was ist das? Kann man nicht zerstören? Vielleicht. Nein. Ach, das funktioniert nicht. Aber ich habe den Schlüssel für die Toilette. Und dahinter soll. Nach dahinter soll das Ambrosia transportiert worden sein. Ich benutze einfach mal. Ich beträge mich einfach mal eine Runde. Seht ihr, das ist genau das. Es halt zwar zwei Punkte, aber es ist halt ein bisschen nervig. Aber jetzt für das Hinlaufen, das dauert ja eine Weile. Kann ich mir das mal antun? So ein bisschen durch die dunklen Gassen stolpern, halb betrunken. Und dann mit dem Schlüssel die Tür öffnen und nochmal speichern. Hoffentlich kommt jetzt kein Gegner so betrunken, wie ich bin. Das bin ich. Sieht ganz schön nüchtern aus eigentlich. So, ne? Sieht man gar nicht. Alkohol. Was ist das da? Ein Stein. Wenn ich jetzt wirklich betrunken wäre, hätte ich den vielleicht sogar interessant gefunden. Und ein neuer Abschnitt. Ein neuer Abschnitt heißt ein neues Safe Game. New York City, unbekanntes Gebiet. Da komme ich gerade her. Und der betrunkene Effekt ist gerade weg, sehe ich gerade. Das ist ja praktisch. Ich wollte jetzt gerade die Zellen mal einsetzen. Wenn ich schon hier bin. Das dürfte das Gebiet sein, das nicht mehr auf der Karte von dem Alex, also von dem Hacker im Kopf, der da ständig spricht und Anweisungen gibt, nicht auf dessen Karte verzeichnet ist. Die Sewage-Tunnels look like they come out somewhere by the airfield. Be careful, though. The terrorists probably expect intruders. Ja, wahrscheinlich. Aber Flughafen klingt doch nach einer guten Möglichkeit, Cloud's Ambrosia irgendwo anders hin zu verfrachten. So, hier. Eine Schalltafel für vier Tools. Womit kann ich das? Elektronik wäre das. Mit Elektronik werden die Systeme effizienter umgangen. Ach nee, das brauche ich nicht. Ich schieß mich da durch. Das wäre abgelacht. Wahrscheinlich gibt es irgendwo Kameras. Ich passe einfach ein bisschen auf. Wow, okay, da gehe ich nicht durch. Da gehe ich lieber nicht durch. Mal gucken, was es hier gibt. Laserschranken. Zum Glück ist doch hier eine Kiste. Damit komme ich bestimmt rüber. Da oben sind Selbstschussanlagen. Möchte ich mal speichern, nur für den Fall der Fälle. Okay, das hat nicht funktioniert. Ein zweiter und letzter Versuch. Ich will mal versuchen, ob man mich auf die Teile vielleicht sogar drauf springen kann. Nein. Okay. Also, was soll's. Augen zu und durch. Toll, dann nehme ich mir vor, einfach mal durchzurennen. Scheiß auf Alarm. Dann löse ich keinen aus. Na klasse. 5 Tools für so einen Geschützturm. Ne, nicht mit mir. Ich sollte aufpassen auf Kameras. Da ist ein Gegner. Den möchte ich gerne ausschalten. Da ist die Kamera.
Die hat mich schon gesehen. Da ist eine Selbstschussanlage. Da ist noch eine Selbstschussanlage. Ja, ein Schlüssel. Schlüssel. Ja. So. Da bin ich erstmal sicher vor den Selbstschussanlagen. Dafür ist hier der nächste Laser. Das sieht nach einem Gang aus. Ich sollte mal eine richtige Pistole in die Hand nehmen. Und nicht nur was, was nach einer Pistole aussieht. TNT. Damit kann ich die Viecher bestimmt sprengen. Leider wahrscheinlich auch mich selbst. Wenn ich nicht aufpasse. Nein, 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 nicht nachladen. Ah, die Tasten liegen so nah zusammen. So, einmal um die Ecke legen. So, passt das? Na? 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 Hallo? Warum genau funktioniert das jetzt nicht? Zielfernrohr. Jetzt. Geht doch. Also. Das sieht giftig aus da unten. Andererseits liegt da was. Nämlich ein Grafikfehler. Toll. Danke. Was ist das? Nur ein Schatten. Ist. Ich dachte gerade, da wäre wirklich was gewesen. Das sah so aus von oben. Hm. Vielleicht gibt es hier was anderes. Das wird knapp. Vielleicht sollte ich spontan schwimmen trainieren. Oh ja, da bin ich schon einiges schneller. Ich habe das Gefühl, der Sauerstoff geht auch langsamer runter. Andererseits ist er eh schon fast leer. Und hier ist auch nicht gerade Luft. Ui, das könnte knapp werden. Oh, nein, das gefällt mir nicht. Da will ich nicht runter. Das war eine blöde Idee. Ich sag's doch, hier liegt was. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es verschwunden. Okay. Ah, ist das eine Brücke? Ups. Habe ich schon erwähnt, dass man bei dem Spiel runterfällt, auch wenn man sich duckt. Und dass man nicht einfach gedankenlos nach vorne laufen sollte. Na gut. Was ich gerade sagen wollte, ist, das sieht aus wie eine Brücke hier. Das kann man vielleicht irgendwie ausfahren. Aber bevor ich jetzt mich hier weiter versuche und es zu nichts führt, möchte ich mal hier rein. Führt auch in die gleiche Richtung. Ist also vielversprechend. Na klasse, damit komme ich direkt zur richtigen Stelle im Wasser. Aber ich will nicht ins Wasser. Ich kann nicht gut schwimmen und ich will auch nicht die Punkte für Schwimmen investieren, weil ich damit lieber schießen will. Also war die Tür vielleicht doch keine so gute Wahl. Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, hier durchzukommen. Selbstschussanlagen. Mist. Sieht nicht so aus. Okay. Muss ich eben doch schwimmen. Na? Ist da was drunter? Nein. Ach, ist doch egal. So, jetzt hier. Oder komme ich da irgendwie rüber? Vielleicht von der wenn ich die Kisten staple oder so. Hochheben kann ich nicht, aber ich könnte es so versuchen. Dass ich mir eine große Kiste hinschiebe. Die da kann ich ja nicht verschieben. In eine große Kiste hinschiebe. Also die hier. Und dann eine kleine davor. Und dann auf die große drauf springe. Und von der großen versuche ich dann rüber zu springen. Bevor das schief geht. Spare ich euch nochmal. Juhu! Ups, was ist das? Ah, wow, das fällt runter. Das ist nicht so stabil. Aber geschafft! Yippie! Speichern! Bis zum nächsten Mal.